vorne, da ist sie wieder. Es gab da diesen Augenkontakt. Wir reden sogar ab und zu miteinander. Aber woran erkenne ich, dass sie auf mich steht? Für uns Männer ist das nicht einfach. Es gibt drei seltsame Signale, die eine Frau unterbewusst aussendet, wenn sie insgeheim auf dich steht und deren kaum ein Mann sich bewusst ist. Mein Name ist Andy Friday und ich bringe Männern bei, Frauen zu verführen, zu dem Mann zu werden, den Frauen wollen und entlang der Reise die Richtige zu finden, ohne ein Macho werden zu müssen. Also, es gibt da diese eine Frau. Vielleicht ist es dir aber noch nie bewusst aufgefallen, dass sie eines der folgenden Dinge getan hat. Erstens, sie korrigiert Dinge an dir. Ich meine damit, dass sie dich nicht nur kritisiert, sondern dir auch Tipps gibt, wie du etwas besser machen kannst. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass sie deine Kleidung gerade richtet. Sie richtet deinen Schlips oder macht einen Knopf zu, streicht dir die Haare ein wenig zurecht. Das sind alles Indikatoren dafür, dass sie auf dich steht. Was sie insgeheim damit machen will, ist dir zeigen, dass sie auf dich achtet, ohne dir zu viel Zuneigung zu zeigen. Es ist ein kleiner Flirtversuch. Denk dran, was ist das Gegenteil von Liebe? Es ist nicht Hass, es ist Gleichgültigkeit. Liebe und Hass sind nur zwei Seiten derselben Medaille. Und das kann manche von uns manchmal ganz schön verwirren. Wenn sie dich kritisiert, mag sie dich. Und das kann sich auch auf ihre vermeintlichen verbalen Attacken beziehen. Wenn sie dich immer wieder mündlich korrigiert und dir sagt, wie man etwas richtig ausspricht, dann möchte sie dich ein wenig aufziehen und schauen, wie du auf ihre Flirtversuche reagierst. Vielleicht hast du ihr Riesengrinsen oder ihr schelmisches Halbgrinsen dabei nicht bemerkt. Oder in der Tat fehlinterpretiert. Ja, Frauen möchten auf diese Art mit dir flirten. Und ich weiß, das ist manchmal schwer zu verstehen, weil du der Meinung bist, das kann doch nicht sein, dass jemand mit mir flirten möchte. Ich bin es doch nicht wert. Sie hat doch bestimmt einen Freund oder sie mag mich doch nicht. Aber du darfst realisieren, dass es Frauen gibt, die dich mögen. Und wenn eine Frau sich manchmal komisch verhält, dann liegt das nicht daran, dass sie dich nicht mag, sondern gerade daran, dass sie dich mag. Am Ende ist es wirklich immer wieder eine Selbstwertgeschichte bei uns selber. Sie mag dich. Das Beste, was du machen kannst, ist, wenn du sie jetzt spielerisch zurückneckst. Und wenn du ein paar einfache und schlagfertige Sätze dafür lernen möchtest, dann schau doch einfach in dieses Video. Denk dabei an zwei Kinder im Kindergartenalter, die im Sandkasten miteinander spielen. Sich piesacken, pieksen, auf den Zeiger gehen, nerven. Genau das sind die spielerischen Flirts, die sich bis zum heutigen Tag fortgeführt haben. Zweitens, sie schaut verdächtig oft zu dir rüber. Es gibt kleine Alltagsmomente, in denen du das ganz klar beobachten kannst. Wenn jemand einen Witz erzählt oder die Gruppe irgendwie unterhält, schau, ob sie dich dabei anguckt. Wir schauen oft unterbewusst zu der Person, von der wir uns am meisten angezogen fühlen. Und Frauen machen das nicht anders. Wenn das nicht du bist, dann tut es mir leid. Aber dann solltest du endlich mal hier hinklicken und ins kostenlose Erstgespräch kommen, damit es in Zukunft nicht wieder vorkommt, dass sie mit jemandem anderen zusammenkommt, sondern mit dir. Achte also darauf, wenn sie immer wieder den Blickkontakt zu dir sucht. Wenn ihr miteinander arbeitet und euer Chef gerade eine langweilige Präsentation abliefert, dann achte darauf, zu wem sie jetzt schauen wird, um sich eine willkommene Ablenkung zu holen. Oder wen sie anschaut, wenn ihr euch in der Mittagszeit gemeinsam in der Gruppe unterhaltet. Und gerade die Frauen, die wir mögen, die süßen und intelligenten Frauen, wissen sich manchmal einfach nicht anders zu behelfen. Auch sie wollen endlich mal unter den ganzen lauten Machos einen guten, ehrlichen, treuen und zuverlässigen Mann mit Herz finden. Und deswegen bist du gefragt. Drittens, sie will wissen, was du so tust. Wenn sie dich oft scheinbar einfach nebenbei fragt, was du so nach der Arbeit machen wirst oder was du am Wochenende vorhast, dann kann es ein Zeichen dafür sein, dass sie auf dich steht. Sie wäre gerne ein Teil deiner Welt. Versuch sie also genauso beiläufig, nächstes Mal einfach auf das, was du vorhast, einzuladen. Am Wochenende wollte ich mit meinen Freunden Kart fahren gehen. Komm doch mit. Haben wir eigentlich schon Nummern ausgetauscht? Ja, hier, komm. Tipp mal deine Nummer ein. Auch schöne und intelligente Frauen, die mal radeln oder wandern gehen, wollen manchmal auch einfach nur zu Hause sitzen und nichts tun. Und auch nichts tun kann man gemeinsam machen. Ach, nichts wirklich? Locker machen. Einfach mal nichts tun. Ja, willst du auch? Komm doch vorbei. Und wenn du wissen willst, wie du sie geschickt auf ein Date einlädst, dann bekommst du das in diesem Video.